Schwede. Die haben mich wieder irgendwo hingelegt. Alter Verwalter. Das wird jetzt aber nicht einfach, weil ich habe keine Waffen dabei, nicht. Jetzt muss ich aber mal überlegen, Freunde. Schuhe gestohlen, ja super. Steht da etwa mein Auto? Alter, wie geil. Waffe behalten wir, Blutbeutel behalten wir, Anti-GD-Waffe brauchen wir im Moment nicht. Das sind keine GDs. Keramikkanone rüber, Blutgranate brauchen wir nicht. Anti-GD brauchen wir nicht, Metall brauchen wir nicht. Anti-GD brauchen wir nicht. So. Rio. Ah, bist du weg, Emser? Dann schlaf gut, angenehme Nacht, Ruhe, angenehme Träume. Ja, und morgen oder nachher einen guten Start in die Woche. Ich mache jetzt auch noch maximal ein halbes Stündchen. Dann ist Schicht, Freunde. So, ich muss woanders langfahren. Das hat hier keinen Sinn bei den Typen. Das ist eine Nummer zu hart für euren alten Mann. Was dafür? Blutbeutel, Anti-GD. Ja, weil wir auch keine besonderen Dinge für die Schockbombe hätten, wa? Keine geeigneten Mittel gegen diese Jungs, Mädels. Leider. Ja, rein theoretisch müssten wir uns ausruhen. Praktisch haben wir nichts dabei, Freunde. Monster-Energiedrink. Sonst haben wir nichts. Sieht gut aus, die Karre. So, jetzt lass mal eben checken. Ja, schrei du mal. Ja. Es gibt wieder ein paar Bergkämme. Mist, wir müssen da runter, oder? Wir fahren da außen rum. Guck mal da, Chiralio. Wenn wir hier drumherum fahren würden, das wäre auch ein bisschen krass, oder? Ja, und hier unten haben wir noch mal kaum eine Chance. So, da
drüben. Ups. falsch rum. So. Würden wir dann eventuell schon mal in dieses sumpfige Gebiet auf der anderen Seite kommen? Und wenn wir Glück haben, ist das außerhalb dieses Schreckensherrschaftsgebietes. Wir haben noch eine knappe halbe Stunde Zeit. Ja, erstmal gegen so einen Felsen fahren. Wäre so ein Wachturm. Ich glaube, mit dem können wir das Gebiet besser beobachten. Und eventuell, ich meine, wenn hier schon mal so ein Wachturm steht. Oh, wir haben ja gar keine Stiefel an. Nicht gut, nachher haben wir Blutverlust, verstehst du? Nehmen wir mal so ein TCK mit. Da war auch gerade Bridges-Stiefel. Sehr schön. War noch gerade, glaube ich, am Latschenkraut. Oder Sandalenkraut, oder wie auch immer das heißen mag. Ach. So. Müsste mich quasi nur hier an dem Hügel vorbeischleichen, irgendwie in den Mist da holen. Konstruktion abgeschlossen. Haben die das etwa weggepackt in ihren blöden... das könnte sein. Muss mal eben... hier einfach alle Markierungen entfernen. Das Ding blinkt ja sowieso. Muss hier an diesem Hügel vorbei irgendwie. Ah, müssen wir mal schauen. Eventuell doch noch mit dem Auto hier runterfahren. Ja. Da sind die Scanner. Okay. Und da
das sind Personenscanner, also es ist eigentlich egal, welche Fracht ich dabei habe. Ja, dafür können wir benutzen. Schockbombe, ja, nehmen wir mal mit. Mehr haben wir nicht mit. Können wir uns beeilen. Das hier ist alles auf der Ladefläche. Okay. Aber, weißt du was? Obwohl, wir müssen genau in die Richtung, ne? Mhm. Ich frage mich manchmal, an was der hängt, wenn er so flach. Flacher Sand ist und der trotzdem irgendwo festhängt. So. Da vorne laufen die Typen rum, man sieht die hier überall. Ding. Nimm das Ding mit. Und ein Auto, alles klar hier. Ach, kann doch jetzt nicht. Meine Herren, Alter, beweg dich doch einfach. Scheiß Ding da auf. Los. Alter, ich werd bekloppt. Selber schuld, wenn man keine Waffen mitnimmt, ne? Und wenn ich nur länger so rumtüdel, sterben die alle weg da. Material zerstört, okay. Wo haben die mich abgesetzt? Das ist eine gute Frage. Gesagt, wo bin ich rausgekommen?
Echt jetzt? Echt jetzt? Dann haben die alles, warum auch immer, aus dem Wagen da reingeschmissen. Pass auf. Die können wir eigentlich anziehen. Ach so, wir haben Schuhe an, ne? Wir haben Schuhe an. Ja, das habe ich mich eben auch gefragt. Wie viel kommen denn jetzt noch? Ach, da liegt ja noch mehr rum. Ja gut, Leiter, antike Idee, Handfeuerwaffe, Blutgranate, okay. Das sollte ich da nicht liegen lassen, das wäre blöd. So, mal eben die Gegend scannen, ob es hier irgendwie diese Nekroviecher gibt. Ja, hier vorne, unten, wie auch immer. Ja, wir können nachher ausruhen. Perfekt. Haben wir das auch. So. Letzte Versuch, ihr Lieben. Ich will einsteigen. Fängt ja schon gut an. Heiliger Bimbam. Sollte ich da erstmal hinfahren, hahaha, und dann wieder zurück, um das denn zu holen, haha. So, einer steht da rum. Das sehe ich in dem orangen Ding da. Das dürfte einer von denen sein. Obwohl, da steht im Moment nur Rauchgranate. Wenn ich gut bin, schaffe ich es bis hierhin zurück. Ich habe noch diese Schockgranate, ich Idiot. Die habe ich eben einfach nicht ausgerüstet und auch nicht verwendet. 3 Stück haben wir davon noch. So, 200 noch was Meter. Wir scannen mal hier. So. Er hatte nichts dabei. Da vorne kommt der nächste. Ich würde gerne sehen, wo ich bin. Danke, Kamera. So, da kommt noch einer. Ja, jetzt kommt auch noch Alarm. Lauf, du sollst nicht mehr trampeln. Spring. Schlag. Dein Auto. Oder was auch immer. Hol die Blutlieferung. Ebola-Gun.
Beutel, Kaffeebereiter, Schockbombe. Alles klar. Wahr sein, dass du an. Weißt du, der klettert Steilwände hoch, ja, aber dann hängt er an einem Steinchen fest. So, wir müssen immer ein bisschen verarschen, wir müssen ein bisschen hin und her rennen, weil ich nichts zum Heilen habe. Alter, kann nicht wahr sein. Ach, jetzt laufe ich gegen Stein. Sonst fahre ich doch immer dagegen. Komm, lauf. Lauf, Forrest. Alter. Akku leer. Yeah! Dann habe ich keine Chance mehr. Naja, warte mal. Schon mal aus dem Scannerbereich, das ist schon mal was. Entschuldigung. Ich weiß zwar überhaupt nicht, wo ich bin, aber ist mir erstmal Wurst. Jetzt will ich auch noch stehen bleiben. Hast du es jetzt bald mal? Ab und an so Spieltechniken, die ich einfach nicht mag. Was sollte denn die Scheiße jetzt? Ich konnte mich weder ausruhen noch sonst irgendetwas tun. Alter. So. Da drüben muss ich hin. Ich hab die Blutpakete, ne? Die Gegend abscannen, da oben ist mein Auto. Ist das mein Auto? Das ist deren Auto, ne? Ja, ja. Ich glaube, mein Auto steht da drüben. Naja. So. Steck die mal weg. Dann kann ich besser das Gleichgewicht halten, falls es soweit ist. Ah, wir haben noch 11 Minuten, Freunde. Schauen, ob wir das noch hinbekommen. Ich bin ja fast sowas wie skeptisch, aber ich glaube an uns. Ja, und das zeigt natürlich, dass man... Auch wenn man sich so blöd anstellt wie ich und wenn man keine Waffen mitnimmt und so, dass man trotzdem die Möglichkeit hat, nach 2, 3 Toten das immer noch zu bestehen. Das finde ich schon ziemlich geil. Mal
schauen, ob es hier irgendwie was auf dem Weg gibt. Ja, da vorne scheint ein Briefkasten oder Transformator zu sein. Oder Straßenbau, das wäre auch eine Möglichkeit. Scheint Straßenbau zu sein. So, wenn wir Pech haben, kriegen wir natürlich jetzt gleich die Einblendung zu weit vom Gefährt entfernt. Alles geplündert oder so. Aber ganz ehrlich, das ist doch bei mir sowieso egal. Ja, ne, Dieter, jetzt einfach zu Fuß hierhin, meine Güte. Wir müssen die Blutdinger abliefern. Wir haben die jetzt im Gepäck und das muss jetzt auch laufen hier. So, dann muss ich natürlich... Ach nee, hier ist gar kein Zaun. Sehr schön. Scan wird gestartet. Regis ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind... Ja, müssen wir da runter. Okay. Fracht geprüft. Eieiei, wir haben es. Zwar jetzt nicht gerade rühmlich und pompös mit Trompeten und Elefanten oder so, aber... Verdammte Hacke, wir haben den Scheiß geschafft und das gegen eine echte Übermacht. Schuhwerk in schlechtem Zustand. Austausch empfohlen. Ja, Schuhwerk in echt schlechtem Zustand, was? Freunde, nein, wirklich. Ich weiß, was noch im echt schlechten Zustand ist. Ich. Aber ihr auch, also. Wir haben es geschafft. Jetzt können unsere Samis ihn anständig versorgen. Hast ihm das Leben gerettet. Ich dachte schon, du würdest vielleicht nicht mehr auftauchen. Bist du aber. Also beklage ich mich nicht. Ich kann mir vorstellen, welchen Gefahren du getrotzt hast, um hierher zu kommen. Nee, kannst du nicht, glaub mir. Komm, das klicken wir mal ein bisschen durch. Weil ich glaube, jetzt kommt noch ein bisschen Geschichte. Und dann machen wir Feierabend. Aber erstmal noch ein bisschen Geschichte. Ein oder mehrere Bots haben Lieferungen abgeschlossen. Ja, das ist schön. Immerhin, er hat seine Schlaftabletten bekommen. Alle zerstört. Naja, stimmt nicht ganz. Aber immerhin. Was soll alles geschehen ist, während wir hier schwer am Kämpfen und am Sterben waren? Es war übrigens kein Unfall, sondern ein Anschlag. Okay, von wem? Ein von uns bearbeitetes Paket enthielt Sprengstoff. Ja. Diese Separatisten-Ärsche denken echt, dieses Land gehört ihnen. Vielleicht haben sie recht. Jeder von uns hätte dieses Paket abfertigen können. Scheiße. Wir müssen vorsichtiger sein, die Sicherheit erhöhen. Wenigstens gab es diesmal keine Toten. Vielen Dank, Sam. Wirklich. Ich höre, macht das chirale Netzwerk Fortschritte. Meinst du, die Signalstärke reicht, um uns anzubinden? Jo. Ich hoffe es wirklich. Probierst du es mal? Ja. Auch wenn ich dagegen bin, dass wir die chirale Energie nutzen, ist es das Beste, wir ziehen das jetzt erstmal weiter durch. Oh, was für ein Schleimer. Und die da. Alter Verwalter, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt und dachte mir, was? Na gut, dann haben wir heute halt auch mal wieder 5 Stunden. Death Stranding gespielt. Alter. Cool. Sturmgewehr, aber das ist mal wieder tödlich. Nicht tödliches Sturmgewehr, okay, cool. Interviewdaten. Verbunden sind wir. Es hat geklappt. Oh, das ist toll. Endlich kriegen wir Informationen. Und wenn es wieder Ärger gibt, können wir schneller Bescheid geben. Genau. Tausend Dank dir.
Jo, cheerio. Okay, Sam. Bis Mountain Not City musst du keine Zwischenstopps mehr machen. Aber dieses letzte Stück wird das bisher härteste. Ach! Ruh dich in deinem Raum aus und prüf vor der Abreise deine Ausrüstung. Mach mal. Deine Arme. Alter, Vater. Jetzt kommt bestimmt noch. Na, Bibi kann sich erstmal erholen. Ich hoffe, da ist noch was zu retten, ey. Geile Sequenz. Und seine Leute sind da. Sie haben Edge North City erreicht. Es gibt kein Entkommen mehr für mich. Alle sind tot, die Stadt ist zerstört. Und durch die Trümmer streifen GDs. Sie sind überall. Wo ist dein Capro? Aber ich konnte mich fortschleichen und Kontakt mit dir aufnehmen. Vielleicht reden wir gerade zum letzten Mal so miteinander. Ich wollte dir nur sagen, dass ich in Sicherheit bin. Vorerst. Versprich mir, dass du das chirale Netzwerk weiterbaust. Das ist unsere einzige Hoffnung. Meine Hoffnung auf Freiheit. Und wenn du fertig bist, können wir zusammen in den Osten heimkehren. Amelie, dein Kipo, wo ist es? Sam, ich werde am Strand auf dich warten. Jo, Kinder, ich werde den jetzt noch nicht mal mehr duschen schicken. Ich glaube, das machen wir alles am Start der nächsten Session. Oh, da bin ich mir noch nicht so sicher, wann. Also, ich bin frühestens Mittwochmittag. Mhm, ihr merkt schon, ja, Dieter, die Zeit ist schnell vergangen und es ist schon richtig, richtig spät. Krasser Scheiß. Was wollte ich sagen? Ich werde frühestens am Mittwoch wieder für euch da sein können, irgendwie, durch Schicht. Ansonsten, wenn ihr es schaffe, morgen Nachmittag nochmal so ein bisschen, vielleicht mal nochmal in Lost Ember reingucken. Eventuell. Vielleicht mache ich es aber auch als Let's Play einfach fertig und mache das gar nicht mehr im Stream. Ja, ich finde auch, okay, komm, ist gut, wir lassen nicht duschen. Dann würde ich sagen, mit dem duschenden Sam Porter Bridges verabschiede ich mich von euch für heute. Wow, war ein geiler langer Trip. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so lange durchhalte. Und würde sagen, vielen lieben Dank an euch fürs Reinschauen, fürs Mitschauen, fürs Mitfiebern, Lachen und, naja, höchstwahrscheinlich sehr häufig die flache Hand an die Stirn klatschen. In diesem Sinne würde ich sagen, passt auf euch auf, passt auf eure Lieben auf. Ich bin raus, schlaft gut, nachher einen guten Start in die Woche und tschüss.